Schönen guten Morgen zur ZIP um 8 Uhr. 2,5 Jahre nach dem Sturm auf das Kapitol in den USA ist dort jetzt ein Anführer der rechtsextremen sogenannten Proud Boys verurteilt worden. Joe Biggs muss 17 Jahre ins Gefängnis. Das ist die zweithöchste Strafe, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall verhängt worden ist. Ein weiterer ehemaliger Anführer ist zu 15 Jahren verurteilt worden. Bei diesem Angriff auf das Kapitol im Jänner 2021 sind 5 Menschen getötet und viele verletzt worden. Der ehemalige Soldat Joe Biggs sei eine der zentralen Figuren in einer aufrührerischen Verschwörung gewesen, erklären die Staatsanwälte. Für die Erstürmung des Kapitols im Jänner 2021 bekommt er 17 Jahre Haft. Abschreckung sei nötig, so der Richter. Vor der Urteilsverkündung ist Biggs in Tränen. Er habe an diesem Tag Mist gebaut, aber er sei kein Terrorist und wolle mit den Proud Boys nichts mehr zu tun haben. Das Urteil ist hart und enttäuschend, erklärt sein Anwalt. Insgesamt laufen laut Medien rund 1100 Verfahren gegen Teilnehmer des Sturms auf das Kapitol. Der ehemalige Präsident Donald Trump hatte kurz zuvor in einer Rede behauptet, er sei durch Wahlbetrug um seinen Sieg gebracht worden. Seine Anhänger stürmten daraufhin das Parlamentsgebäude, wo der Sieg von Joe Biden verkündet werden sollte. Dabei starben 5 Menschen, Hunderte wurden verletzt. In Frankreich ist heute die umstrittene Pensionsreform in Kraft getreten. Damit steigt das Pensionsantrittsalter dort schrittweise von 62 auf 64 Jahre. Monatelang hatten die Pläne von Präsident Macron Streiks und teilweise auch gewaltsame Proteste ausgelöst. Die Regierung hat ihr Vorhaben schließlich ohne Abstimmung im Parlament durchgesetzt. Macron hat die Anhebung dieses Pensionsantrittsalters mit dem drohenden Defizit in der Pensionskasse begründet. Damit nach Österreich, da legt die Präsidentin der Richtervereinigung Sabine Matejka jetzt ihren Vorsitz zurück. Sie protestiert damit dagegen, dass die Spitze des Bundesverwaltungsgerichts, des größten österreichischen Gerichtshofes, noch immer unbesetzt ist. Matejka war in einem Auswahlverfahren die bestgereihte Kandidatin. Die Regierung hat sich bisher aber noch nicht zu einer Entscheidung durchringen können. Die Kriminalpolizei, die steht vor einer großen Reform. Dabei geht es unter anderem darum, Kräfte aus Polizeistationen abzuziehen, um auch mehr Personal für die Ermittlungen zur Cyberkriminalität einsetzen zu können. Insgesamt soll es auch 700 Planstellen mehr geben. Die Personalvertretung, die sieht die Reform aber trotzdem skeptisch. Straftaten verlagern sich zunehmend in die digitale Welt. Mit der Reform der Kriminalpolizei soll darauf reagiert werden. Polizeiinspektionen mit mehr als 19 Mitarbeitern sollen eigene Kriminaldienstgruppen bekommen mit mindestens einem Cybercrime-Ermittler. In 38 Orten Österreichs sollen Schwerpunktdienststellen gebildet werden mit Spezialisierung auf Cybercrime, Prävention und Tatortspurensicherung. Die Reform sieht insgesamt 700 zusätzliche Planstellen vor. Die Gewerkschaft ist skeptisch, woher all die neuen Beamten kommen sollen. Durch neu geschaffene Stellen werde Personal von anderen Dienststellen abgezogen. In Wien gäbe es laut Gewerkschaft ohnehin bereits Personalmangel. Ab 1. Oktober sollen deshalb statt 81 nur mehr 29 Polizeistationen in der Nacht geöffnet sein. Dadurch sollen Überstunden reduziert werden. Das Innenministerium relativiert, pro Nacht und Polizeistation habe es nur 0,52 relevante Amtshandlungen gegeben. Es handle sich nicht um Schließungen, aber um eine Anpassung an die tatsächlichen Bedürfnisse der Bevölkerung. Ab heute gilt auch in den österreichischen Kantinen die neue Kennzeichnungspflicht für Lebensmittel, für das Gesundheits- und das Landwirtschaftsministerium ein Meilenstein. Für andere geht das aber nicht weit genug, denn die Angaben, die müssen nicht für jede Speise erfolgen, es reicht ein Durchschnittswert. Jeden Tag werden in Österreich 2,2 Millionen Speisen in Großküchen zubereitet. Sie kommen in Kindergärten, Werkskantinen, Spitälern oder Altersheimen auf den Tisch. Ab sofort gilt hier eine gemeinsame Verordnung des Landwirtschafts- und Gesundheitsministeriums für die Herkunftsbezeichnung der Lebensmittel. Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten. Wir haben den Weg gewählt, dass wir in allen unseren Betrieben einen Screen oder einen Aushang machen mit den Prozentsätzen der Lebensmittel, die aus Österreich kommen oder aus der EU oder aus der Nicht-EU, nach den verschiedenen Produktkategorien. Das geschieht auf Basis von Durchschnittswerten, zum Beispiel für ein Jahr. Die zweite Kennzeichnungsvariante wäre, für jede Speise die Herkunft im Detail anzugeben. Das ist aber aufwendiger und wird deshalb wohl seltener in den rund 600 heimischen Kantinen zu finden sein.
Mit dem sogenannten Fotoarsenal erhält Wien nächstes Jahr einen neuen Ausstellungsort für zeitgenössische Fotografie. Bis zur Fertigstellung dieses Standortes finden die Ausstellungen im Museumsquartier statt. Aktuell ist das Frühwerk der deutschen Dokumentarfotografin Gundula Schulze-Eldaui zu sehen. Es sind schonungslose Bilder vom Leben der ehemaligen DDR, abseits jeglicher Propaganda. Die harte Realität ostdeutscher Fabriksarbeiter. Totgeburten in einer Dresdner Klinik nach dem Atomunfall von Tschernobyl. Das Porträt einer Berliner Frau, die in ein Altersheim abgeschoben wurde und schließlich beide Beine verlor. Verstörende Bilder, die vom DDR-Regime im Stich gelassene Menschen zeigen. Ich habe eine Art Bestandsaufnahme gemacht. Was passiert in diesem Land mit den Menschen? Und heute habe ich das Gefühl, ich habe so den Abgesang des Humanismus des Abendlandes fotografiert. Neben Einsamkeit und Verfall zeigt die Fotografin auch skurrile und mitunter charmante Seiten des DDR-Alltags. Das Leben spiele sich in verschlossenen Räumen ab, so Gundula Schulze-Eldaui. Es ist ihr gelungen, viele Türen solcher Räume zu öffnen. Und wir eröffnen jetzt noch unsere Wetterkarte für Sie. In den vergangenen Tagen hat uns das Wetter schon einen Vorgeschmack auf den Herbst gegeben. Heute, am klimatologischen Herbstbeginn, stellt sich das Wetter jedoch um und eine spätsommerliche Phase beginnt. Derzeit überqueren uns die Wolken einer Warmfront. Am dichtesten sind sie vom Flachgau bis ins Nordburgenland und hier bringen sie vereinzelt auch etwas Regen. Im Westen und Süden lockert es hingegen schon auf. Der Nachmittag verläuft dann im ganzen Land zeitweise sonnig. Im Bergland kann vereinzelt noch ein kurzer Schauer entstehen, vor allem im Bereich der Tauern, meist bleibt es aber trocken. Lebhafter Westwind bringt hinter dieser Warmfront nun milde Luft in den Alpenraum. Auf 21 bis 25 Grad steigt die Temperatur heute noch. Morgen Samstag überwiegt der Sonnenschein, Nebelfelder lichten sich rasch und es wird noch wärmer. Am Sonntag mischen sich am Nachmittag zur Sonne dann ein paar Schauer und Gewitter. Dabei geht die Temperatur vorübergehend ein wenig zurück. Danach wird es wieder wärmer und diese Phase mit überdurchschnittlichen Werten hält an. Der Spätsommer, so scheint es, ist gekommen, um zu bleiben. Das Handy als einer der Gründe, warum Kinder schlechter sehen. Eines der Themen heute bei Lukas Schweighofer in Guten Morgen Österreich. Ich wünsche auch Ihnen noch einen schönen guten Morgen.